Willkommen, das ist Alana. Das ist Achtung. Wir würden gerne das neue Video von John und Stefan eröffnen. Und mehr? Gibt's da doch eigentlich nichts zu sagen. Viel Spaß mit dem Vlog. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wie man sieht, bin ich gerade unterwegs und es geht in die Stadt, weil ich mir die AirPods Generation 2 kaufen möchte. Ich habe viel bei YouTube geguckt und ja auch gesehen bei Freunden, dass die wirklich echt krass sind und naja, sind ein bisschen teurer, 200 Euro, aber naja, ich glaube, das lohnt sich und ja. Naja, ich finde es ja ein bisschen teuer für die Dinger. Aber in meinen Ohren würden die sowieso nicht halten, weil mir fehlt irgendwie in meinen Ohren diese komische Tasche, die alle haben, wo man die Dinger einklinken kann. Ja, bei mir passen die perfekt und ja, ich freue mich. Auch die AirPods, die ich mir gleich kaufen werde. Ich bin mega glücklich und ja, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mehr so viel sagen, ne? Ich kann es irgendwie kaum glauben. Hier ist schon Alarm, wie man hört, wegen dir. Ja. Du musst die bezahlen, nicht klauen. Hallo. Hallo. Ich würde sehr gerne einmal die AirPods 2 Generation, die dort im Regal ist, kaufen. Ja. Da ist sogar noch Lightning-Kabel mit drin. Zum Aufladen. Ja, jetzt gehen wir hier aus dem Shop raus mit den AirPods und ja, ich kann es gar nicht glauben, ist wirklich. Also ich bin mega glücklich und ja, erstmal zu Hause gleich aufladen und dann ausprobieren und dann würde ich sagen, jetzt geht's los mit dem Vlog. Jetzt bin ich auch schon beim Auspacken. Hier schon mal die Verpackung. Hier, wie ich es in meiner Werbung im Trailer gehört habe, with wireless charging case. Aber ich will gar nicht so viel labern. Ich möchte einfach nur ans Auspacken gehen und wie das halt ist bei Apple, immer bei den Produkten, wie man es halt auspackt. Hier Design bei Apple und oha. Hier sind aber keine Sticker drin, habe ich gehört. Stimmt sogar, aber Anleitung, wie man das koppelt und so. Wow, jetzt habe ich es wirklich direkt vor mir. Das Wireless Charging Case hatten sie hier schon mal, ne? Aber packen wir es mal. Oh, das ist. Ich will es irgendwie nicht zerkratzen, also muss ich ganz vorsichtig sein. Mit meinen Fingernägeln, wenn ich das hier so öffne. Oh, jetzt habe ich hier die AirPods. Aber bevor ich das einmal öffne, habe ich gehört, wenn man das hier rausholt, ist hier noch ein Lightning-Kabel drin. Wow, da hatte ich recht. Das wissen irgendwie gar nicht so viele, weil es auch ein bisschen unauffällig dort platziert ist. Und ja, das können wir später auspacken. Erstmal möchte ich lieber hier die AirPods mal genau. Hier ist das bei dem Charging Case, designed by Apple und so. Aber dann öffnen wir den geilen Scheiß mal. Oha! Also, so sieht dann ein Ding aus von diesen AirPods und ja, ich möchte irgendwie, ich habe voll Schiss. Oh ja, das ist wie beim Trailer mit diesem Öffnen und Zuklappen und ja, ich bin, oha, ich bin so glücklich, ne? Und ja, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich kann es irgendwie kaum fassen, aber probiere ich die jetzt mal aus. Ja, und während John seine, wie heißen die, AirPods genieße ich nochmal den Anblick meines PCs hier. Der ist nämlich hier aufgeschraubt
Und ich habe vor, eine neue Festplatte einzubauen und Windows neu aufzuspielen. Es heißt ja immer, never change a running system. Ich habe das auch früher schmerzlich erfahren dürfen, dass es so ist, aber ich wage es nochmal. Und ich habe gerade gemerkt, dass nicht nur in Sachen Autos, unser Mietwagen war ja super modern gegenüber unserem 12 Jahre alten Auto, auch beim Computer gab es einen Fortschritt. Dies hier ist für mich eigentlich eine handelsübliche Festplatte, die man in den PC einbaut. Jetzt gibt es sowas, mach mal eben auf und zieh mal eben raus. Ich dachte erst, die Schachtel wäre leer. Hier. Ja, das ist auch so ein kleines Teil. Hat 1 Terabyte. Schon ganz schön großer Unterschied. Ja, vor allem, Größe. Vor allem vom Gewicht. Oh ja, stimmt. Jetzt nur noch einbauen. Nur noch. So, wenn das gewesen sein sollte mit dem Einbau der Platte, dann schon mal gut. Ich bin gespannt. Draußen ist ja gerade nicht so gutes Wetter, da kann man auch mal vor dem Computer sitzen und wie man sieht, lädt gerade das Windows neu runter. Lädt nicht runter, aber es wird gerade drauf kopiert. Immer ein spannender Augenblick für mich, finde ich jedenfalls. Aber bei dem Sauwetter und dem bevorstehenden Wochenende, was gibt es da Schöneres, als einen PC neu zu machen? AirPods. Habe ich nicht. Und die passen. Gib mal her, die Dinger. Die passen bei mir, glaube ich, auch gar nicht. Gib mir mal so ein Ding her. Rechts oder links? Das ist. Mal gucken. So, wie soll ich das bei meine Ohren hier reinkriegen? So hält es jetzt zwar, aber. Ach nee. Bei mir geht's nicht. Zeig mal, wie du was bei dir einhängst. Ich steck's halt rein. Den musst du es auch nicht doll reinstecken. Ich steck sie auch nicht doll rein. Also, ich habe jetzt einen drin hier. Bei mir passt es halt. Ich habe ja diese Runde. Gut. Nicht ärgern. Man kann nicht alles haben. Aber dafür habe ich bald ein neues Windows. So. Einen Tag später. Windows 10 ist fertig installiert, hat alles bestens geklappt. Der Satz Never change a running system ist wohl dann doch nicht immer zutreffend. Also früher war es das bei mir auf jeden Fall. Festplatte läuft auch super, hat also alles bestens funktioniert zum Glück. Ja, und was wir nochmal erwähnen wollen, das hier ist der 200. Vlog. Und jetzt wollen wir auch mal wieder was verlosen. Und zwar Magenta, das ist ein Sprachassistent wie die Alexa, nur halt von Telekom. Ich kann euch das schöne Ding auch einmal zeigen. Ja, so ein Lautsprecher, der hat einen super Klang, der ist sogar vom Fraunhofer Institut mitentwickelt worden. Kostet so um die 100 Euro. Ja, und kann ungefähr alles, was die Alexa kann. Man kann damit Radio hören, man kann damit To-Do-Listen erstellen und was weiß ich noch alles. Ist einzurichten ganz einfach mit einer App, die man sich auf dem Windows oder auf dem iPhone runterladen kann. Und was müsst ihr machen, um dieses Gerät vielleicht zu gewinnen? Ein Kommentar schreiben, wo am Anfang Hallo steht. Warum Hallo? Wegen Hallo Magenta. Dann wissen wir, dass jeder, der einen Kommentar geschrieben hat und das Wort Hallo genommen hat, auch gerne ein Gewinner sein möchte. Und wir werden dann aus allen Kommentaren, die unter diesem Video stehen und mit dem Wort Hallo beginnen, einen Gewinner auslosen. Ja, viel Glück! Genau. So, ich würde mal sagen, angekommen, leider im Herbst. Zu erkennen an dem miesen Wetter, ist es noch einigermaßen mild, aber wir haben Regen schon den ganzen Tag und auch die vergangenen Tage waren auch nicht so besonders. Dafür machen wir jetzt mal etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben, nämlich wir gehen zum Paulaners. An die Schlachte. Da wird es auch sehr ungewohnt für uns sein, denn haben wir mal schön draußen gesessen in der letzten Zeit, jetzt geht es wieder nach drinnen.
Tschüss. Ja, zu Hause mein PC, nachdem jetzt der Einbau der Festplatte und das Windows-Aufspielen so gut geklappt hat, ist man ein bisschen mutiger geworden. Und was mir ja beim Schneiden und bei allen Sachen so mit aufwendiger Grafik Probleme macht, war die Grafikkarte. Der PC, der ist schon, naja, wie alt ist der schon? 5 Jahre ist der mindestens alt. Ich glaube, der ist schon noch ein bisschen älter. Also, um es kurz zu sagen, eine neue Grafikkarte muss jetzt auch noch eingebaut werden. Ich habe sie mir gerade eben zu Hause bestellt, nachdem ich geguckt habe, ob das alles da so reinpassen würde. Erscheint zu passen. Ja, so, was machen deine AirPods? Immer noch gut? Die sind immer noch gut. Ich kann super Musik rüberhören und bin noch bestens zufrieden damit. Was hast du Neues an Technik? Ja, ich habe gar keine Technik. Meine Uhr ist kaputt. Ich bräuchte eine neue Uhr an Technik. Nee, und also ich muss sagen, diese AirPods, John hat mir ja viel davon erzählt und vorgeführt und gezeigt und Ehre. Ich durfte sie sogar auch einmal benutzen und in die Ohren stecken, aber sie wurden danach genau kontrolliert, ob sie noch sauber sind, ob da Ohrschmalz dran klebt. Also er ist sehr pingelig damit. Ich will halt sehr vorsichtig damit sein. War ja auch ein sehr teurer Preis. Ich komme mir gerade echt vor wie in der Vergangenheit. Wie lange haben wir das nicht mehr gemacht? Irgendwo drin gesessen und da schon seine, wie heißt das Ding, seine Nintendo Switch rausholt. Wir waren halt in der letzten Zeit immer nur im Heidepark, ne? Ja, das war auch für mich sehr schön, weil ich dann ja auch sehr viel Zeit für mich hatte, während ihr unterwegs wart. Ja, das wollen wir gar nicht wissen, nicht? Also, eigentlich soll sich jeder freuen, wenn wir zu Hause sind, nicht wahr, John? Ja. Okay. Jetzt gibt's ein Wiesenbier, auch bekannt als Oktoberfestbier, und zwar in Erinnerung an unseren Besuch auf dem Oktoberfest in München. Heute, vor genau 7 Jahren, waren wir im Paulanerszelt. Ja, absolutes Lieblingsbier ist das, muss ich mal sagen. Also das allerbeste Bier gibt es leider immer erst, wenn der Sommer schon vorbei ist. Ein Trost, wenn der Herbst beginnt, gibt es wenigstens dieses Jahr. Daumen auch mal in extra groß. Wir haben euch ja nicht. Wir haben euch ja lange nicht mehr gezeigt, dass wir mal essen waren. Deswegen zeigen wir euch jetzt, was es einmal gibt. Bei mir gibt es hier ein Schnitzel mit Pommes. Ja, bei mir gibt es auch ein Schnitzel Holsteiner Art mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Also John muss sich jetzt umstellen. Er hatte sonntags jetzt meistens immer die Pizza aus dem Heidepark. Heute gibt es mal Fleisch. Die Pizza, die mir schon aus den Ohren rausgekommen ist, wie gesagt. Und ich esse hier ein schönes, grobes Käse, verschiedene Käsesorten. Zum Abschluss des Videos habe ich mir eine kleine Gemeinheit ausgedacht. Und zwar wird sie diesmal den John treffen. Wir haben ihm einen Filmnachmittag versprochen. Und ja, was gehört dazu? Popcorn natürlich. Und John denkt, es wird dieses süße, leckere Popcorn geben. Und dabei habe ich was anderes entdeckt. Mit scharfen Jalapenos. Und das werde ich ihm geben. Und mal gucken, wie es ihm schmecken wird, ohne zu wissen, was er da isst. Und John ist nebenbei bemerkt gegen Schärfe sehr empfindlich. Wollen wir mal sehen, ob die auch wirklich scharf sind, die Dinger. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass man was verkauft, was auf der Zunge brennt, aber mal sehen. Ja. Wir werden uns heute Nachmittag den Film Werner Beinhardt angucken aus dem Jahr 1990. Vielleicht kennt ihn ja jemand. Ich war früher sogar mehrmals im Kino, weil ich ihn so lustig fand. Habe ihn jetzt lange, lange Zeit nicht mehr gesehen und habe mich schon lange darauf gefreut, ihn mal wiederzusehen. Und ich hoffe, wir können das auch gut filmen. Ich werde John sagen, wir stellen hier eine Kamera auf, um für den Vlog einen Zeitraffer zu machen von dem Film gucken. Und einen haben wir hier noch versteckt, eine Kamera. Die ist hier, die ist schon an. Im Regal und dann mit dem Handy noch mal kurz nebenbei. Ja, hoffen wir mal, dass das klappen wird. Ja, und also Stefan muss sein Popcorn auch so ein bisschen seine Schüssel für sich halten, weil man sieht den Unterschied schon. Das sind die süßen und das sind die scharfen. Ich habe gerade probiert, die sind wirklich scharf. Also ja,
geht's mal gleich los, ne? Okay, auf geht's. Das Portemonnaie kannst du schon nehmen, ne? Dann nehme ich. Aber auch für die aufpassen, okay? Was sind die? Schaf! Hast du mal gegessen? Ich kenne die Dinger. Die sind süß! Das war ein Prank an dich. Du warst ganz tapfer. Soll ich dir mal zeigen, was du gegessen hast? Ich dachte schon irgendwie, ne? Warum sind die so scharf? Ne? Das ist aber voll in die Hose gegangen, würde ich mal sagen, ne? Ich habe gelitten, aber ich wollte nicht die Zeitraffer zerstören, so wurde es mir gesagt, dass hier die Kamera wegen Zeitraffer steht. Du hast gedacht, du isst die hier, ne? Das waren aber die mit Jalapeno. Haben gar nicht so schlecht geschmeckt. Aber scharf, aber da sind auch noch 3 Packungen drin. Ach, John, da wollten wir dich hops nehmen, jetzt hast du uns so ein bisschen. Ich habe schon irgendwie geahnt. Naja. Ja, wie man sieht, das Wetter hat sich nicht gebessert, deswegen sind wir immer noch hier drin. Das war auch ein Vlog mal aus dem normalen Alltag sozusagen heraus. Also es geht auch ohne Heidepark, aber anders. Und wie ich gemerkt habe, also ich muss noch ein bisschen besser überlegen, wie ich dich das nächste Mal hops nehme. Ich glaube, ich nehme dich das nächste Mal hops. Wird dir nicht gelingen, ne? Ja, so wie es dir nicht gelungen ist. Ja, wir werden sehen. Naja, auf jeden Fall wollen wir an dieser Stelle auch das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.